Ja. Hallo zusammen. Und mit dieser Zuversichtlichen ist die Rode gemeint. Das ist ein Name. Rode. Ein wahnsinnig spektakulärer Name. Rode. Heißt jemand Rode heute am Abend hier? Ich habe ein 1750-seitiges Bibellexikon und habe den Namen gesucht, weil der Name kommt in der Bibel vor. Aber in diesem Bibellexikon habe ich den Namen Rode nicht gefunden. Ich bin dann gegoogelt und dort ist die Meldung gekommen, für diesen Namen gibt es keine Bedeutung. Ich habe wieder gegoogelt und dort ist gekommen, auf der Rangliste der häufigsten Namen ist Rode auf dem Platz 2510. Super, oder? Dann machst du mit Fritz und Uli und dann will ich auch noch mithalten. Nein, sorry. Genau, eigentlich nicht unbedingt eine sehr spektakuläre Person und gleich ist sie am Schluss die Frau gewesen, die Türen aufgetan hat und das Wunder von Gott hineingelassen hat in ihr Leben. Es geht heute Abend nicht nur um die Rode, sondern es geht überhaupt um Apostelgeschichte Kapitel 12. Eine wilde Story oder eine wilde Szene, die die andere jagt. Und die Rode ist in dem ganzen Krimi innen eigentlich so wie der genialste Farbtupfer in einer genialen Geschichte. Die Rode besteht für die Frau, die Zuversicht nie verloren hat. Und das hat sehr viel mit Pfingsten zu tun. Pfingsten hat sehr viel zu tun mit Zuversicht, weil Jesus hat ja gesagt, bevor er die Erde verlassen hat, er gesagt, es ist gut, dass ich gehe, damit der Tröster kommt. Und der Tröster, der ist mehr als nur so billig, so ein bisschen, oh, du Arme, ein bisschen bei den Kopf, du Arme, und es wird dann schon irgendwie gehen. Sondern der Heilige Geist, der Tröster, ist eine kraftvolle, göttliche Person, die uns wirklich reinkatapultiert, in eine ständige, lebendige Hoffnung. Das ist Pfingsten. Und wo Pfingsten war, dann ist ja die Herrlichkeit von Gott gefallen auf die Jünger von Jesus. Und sie sind wirklich abgefüllt worden mit der Herrlichkeit Gottes. Und das hat sich ausgedrückt, dass sie in fremden Sprachen haben angefangen zu reden, die sind hin und weg von Gott. Und das Volk hat gefragt, hey, was ist das für ein neuer Trip? Was ist das für eine Droge? Mann, was ist das? Die Kirche ist explodiert vor Freude. Alle Unterhaltungslokale, die müssen schliessen. Weil, wenn du an einen Ort hergehst, wo etwas abgeht, dann bist du in die Kirche gegangen. Das war noch anders. Ja? Das war Dynamik, das war Lebendigkeit. Und jeder hat gesagt, da will ich dabei sein. Lass mich das erleben. Und vielleicht bist du am Abend da und sagst, hey, das will ich auch, die Kraft. Und jetzt eine spannende Frage. Für was war eigentlich Pfingsten gewesen? Für was ist die Herrlichkeit von Gott auf die Menschen gekommen? Natürlich auch für die persönliche Erbauung. Natürlich auch, dass man die Freude in Gott erfahren und erleben kann. Aber es geht um ein viel grosses Bild. Es ist eigentlich darum gegangen, dass Gott sein Volk wollte ausstatten mit einer Kraft, mit einer Zuversicht, damit sie näher durch alle Schwierigkeiten durchlaufen können. Und das ist die Frage heute Abend an dich. Bist du bereit, für Gott auch Schwierigkeiten zu laufen? Oder willst du nur ein bisschen Freude? Als ich die Apostelgeschichte gelesen habe, ist mir etwas aufgefallen wie noch nie. Und zwar in der Apostelgeschichte habe ich wie ein Dreieck gesehen, etwas, was sich immer wiederholt. Und zwar sehen wir dort, sie haben immer wieder sehr intensiv gebetet. Und nach dem Gebet ist die Herrlichkeit von Gott gekommen, Zeichen und Wunder sind passiert. Menschen sind zu Hunderten, zu Tausenden an lebendig Glauben an Jesus gekommen. Und dann ist immer gerade Verfolgung gekommen. Ich arbeite sehr gerne mit Farben. Und ich brauche das auf die Herrlichkeit Gottes, auf die Themen, ich meistens gelb oder orange oder rot. Und für es nicht so angenehm habe ich braun. Dann habe ich immer oder rot und orange und gelb. Dann ist immer gerade braun gekommen. Wirklich, das siehst du Kapitel für Kapitel. Immer der Werdegang. Sie betet, Gott offenbart sich, Herrlichkeit Gottes fällt, Zeichen und Wunder passieren, Verfolgung. Sie beten, Herrlichkeit Gottes fällt, Verfolgung und Schwierigkeiten und so weiter. Das ist eigentlich das. Und der Heilige Geist ist die kraftvolle, göttliche Persönlichkeit, die im Volk Gottes war, damit sie durch alle Schwierigkeiten durchlaufen konnten. Und die Rode ist so eine Frau. Eigentlich eine unspektakuläre, unbekannte Frau. Aber Pfingsten ist genau für so Männer und Frauen. Und der Heilige Geist ist der, der in all diesen Jahrhunderten Tausende, Zehntausende, Millionen von Menschen, die irgendwo so ein bisschen irgendetwas waren,
verändert hat und auch dich und mich nochmal in eine Dimension verändern, wo so etwas von übernatürlich ist. Und Rode ist genau so eine Person. Warte, dann gleich den Schluss erst gesehen. Genau, Kapitel 12 fängt an, erster Vers fängt an mit Verfolgung. Wir lesen, um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Gewalt, das heisst, er war nicht zimperlich, Gewalt hat geheißen, möglichst Kopf weg. Er hat nämlich bereits den Jakobus gefangen genommen, er hat ihn umbringen und er hat gemerkt, das Event kommt beim Volk gut an. Lass uns noch den nächsten Gefangenen, der Petrus ist so einer, und lass uns ihn am nächsten Tag auch hinrichten. Dann habe ich bei der nächsten Wahl noch ein bisschen mehr gute Stimmen. So ungefähr ist es im Gang, also sehr ein krasser, unangenehmer, furchtbarer Typ. Genau. Er nimmt den Petrus gefangen, sie stecken ihn ins Gefängnis mit der Absicht, ihn am nächsten Tag umzubringen. Und jetzt, was machen die Christen? Und jetzt kommt dieser Kernvers vom heutigen Abend, was sie gemacht haben. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Also die Christen gehören von dieser ganzen Tragik. Sie machen sich mega Sorgen. Und jetzt das Erste, was sie machen, ist, der erste Punkt ist die Gemeinde. All die Christen sind zusammengekommen. Jeder ist dabei gewesen. Jeder hat sich die Priorität genommen und gesagt, hey, ich will mithelfen, damit ich will die Lösung sein vom Problem, dass dann Petrus irgendwie geholfen werden kann. Also die ganze Kirche kommt zusammen. Die Gemeinde. Das Zweite ist, was haben sie gemacht? Wir lesen das Zweite. Nein. Sie haben, genau, danke, ohne aufhören, für ihn gebetet. Also überleg mal, ein paar Stunden vor der Hinrichtung, die letzte Nacht, was machen sie? Was ist ihre Strategie? Tun sie irgendwie den Herodes stürmen? Machen sie eine mega Facebook-Kampagne? Was machen sie? Eine Gebetsstunde. Ein Gebetstreffen. Ist das nicht ein bisschen feig? Ist das nicht gar ideellos? Sehr wenig innovativ? Jetzt musst du doch etwas Praktisches machen. Du musst, hey, jetzt musst du etwas machen. Wir haben noch ein paar Stunden für den Petrus. Sie beten ohne aufhören. Und jetzt ist es ganz spannend, wenn wir das anschauen, wie die gebetet haben. Die haben ein bisschen wie sie gebetet. Andere Übersetzungen sagen, er hat sehr... Immer noch warten. Ja, du bist... Ich weiss, du willst den Match schauen, aber nein, ich bleibe schön dran. Mein Herz schlägt für meine Predigt. Joel. Nein. Wenn sie nicht den Strom abstellen und alles, dann weiss ich, dann ist definitiv. Ich bin der Technik ausgeliefert, aber ich habe Peter auf meiner Seite, stimmt's? Okay, gehen wir weiter. Genau. Die Hände Besetzung schreiben, sie haben intensivst für ihn gebetet. Oder mit ganzem Ernst. Und das Wort, das hier gebraucht wird, ektenos, das heisst sich so richtig intensiv mit der ganzen Seele ausstrecken nach Gott. Es ist das gleiche Wort, das gebraucht wird, wo Jesus im Garten Gethsemane war und wo er mit Gott gerungen hat und wo er Blut geschwitzt hat. Also so haben sie betet. Und der Paulus hat das auch mal gebraucht, wo er Kirche darum betet hat, auch für ihn zu beten. Und wir lesen das, jetzt kannst du ihn bringen. Aber jetzt musst du ihn bringen, da kommt nicht der Match her, Mann. Ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, dringend darum, um was bittet er ganz dringend? Mir kämpfen zu helfen, indem ihr in euren Gebeten vor Gott für mich einsteht. Hier geht es wieder um das Wort ringen, kämpfen, fighten. Marcel und Ariam, darf ich mal bitten, kurz vorzukommen? Es geht um das Ringen. Ringen, ja? Ich würde auch gerne ringen, aber ich muss da ein bisschen aufpassen mit mir. Genau. Nicht nur so. Danke, ja. Ich sehe nur noch viele Backen. Okay. Nein, ist gut. Die machen das super. Noch bleiben. Nein, ich bin... Nein, du trinkst. Also, nein, genau nein. So. Nein. Ja, nicht kann schon. Ja, genau so. Nicht mehr. Aber wir sehen... Genau so. Danke. Kannst du fotografieren? Nein, okay. Ist das dies? Genau so bleiben. Die machen das irrsinnig. Ist das dies um mein Bild, wie wir füreinander beten?
Sie haben gerungen, sie haben gekämpft. Das ist das Bild von. Danke, das ist dargestellt für die nächste Predigt. Danke. Hey, heute Morgen. Ja, super. Danke für Mann. Also, so hat die Kirche gebetet für den Petrus. Und Gott liebt ernsthaftes Gebet. Ernsthaftes Gebet. Man ist das ICF des Jahresthema tiefer und weiter. Und ich glaube, dass tiefer in dieser Ernsthaftigkeit liegt eine unglaubliche Teufel. Und ich denke manchmal, das ist die verlorene Dimension von der Gemeinde Jesu, die Teufel, also die Ernsthaftigkeit. Und das ist wie ein Serienthema, mal sich darüber Gedanken zu machen. Also so haben sie gekämpft. Und Gott freut sich über diesem intensiven, ernsthaften Gebet. Also die Gemeinde kommt zusammen erstens, zweitens, sie beten intensiv, ernsthaft für den Petrus. Und jetzt das Dritte, was wir sehen, ist, sie beten für ihn. Ganz konkret für eine bestimmte Sache. Nicht so ein Wischiwaschi-Wuschel-Gebet, irgendetwas. Gott liebt konkretes Gebet. Ich denke, die meisten von uns, wenn nicht alle, kennen IKEA. IKEA. Wenn du in die IKEA gehst und zum Beispiel ein Möbelstück kaufst, hast du eine riesige Auswahl und du schaust es an und irgendwann entscheidest du dich für ein ganzes bestimmtes, sag jetzt mal, Möbelprodukt. Du schreibst dir das auf mit Artikelnummer und all diesen Sachen und dann gehst du mit dem Zettel Richtung Ausgang und dort siehst du eine riesige Logistik, wo jedes einzelne Teil vorhanden ist. Und du nimmst dein Zettel und du suchst genau die Nummer und du nimmst genau das, was du brauchst. Ja. Und jetzt, es gibt eine gigantische himmlische Lagerhalle, wo Gott selber der Besitzer ist. Gott ist der Besitzer von allen universellen Sachen, die es überhaupt gibt. Keine Secondhand-Artikel. Er hat alles in bester Qualität. Die Bibel sagt uns, dass die ganze Schöpfung ihm gehört. Also Gott gehört alles Materielle. Gott gehört alles Natürliche. Gott gehört alles Körperliche. Jedes Teil an dir. Gott gehört alles Psychische. Gott gehört alles Geistliche. Das ganze Sortiment. Und wir können das bei ihm holen. Das heisst jetzt nicht, dass wir hergehen und sagen: Hallo, komm, ich will gerne das und das, Mann. Gibst mir noch das, Mann. Gott ist immer noch Gott. Und er entscheidet, was er über die Decke geht, sag ich mal, und was nicht. Manchmal ist es etwas nicht ganz der richtige Zeitpunkt, oder das würde so im Geringstieg oder was auch immer. Manchmal verstehen wir Gott auch nicht, aber grundsätzlich hat er alles. Und die Bibel sagt, wir sollen ihn grundsätzlich, ganz konkret können wir ihn um alles bitten. Ja, das ist krass. Ich habe mir überlegt, jetzt für uns konkret als ICF Chur, was ist das, was wir als ICF Chur heute ganz dringend brauchen? Und wir haben es bereits in der Einleitung gehört vom Christian, also ein ganz konkreter Punkt, der uns extrem als Kirche im Moment herausfordert, das ist diese ganze wunderbare Kind. Wunderbare Kind mit wunderbaren Herausforderungen. Wenn du älter wirst, Vater, Mutter wirst, wenn du nur ein Kind hast, das macht etwas mit deiner Logistik. Nur ein Kind. Es macht etwas mit deiner Zeit, mit deinem Schlaf. Gell, Knuffi? Arme Kalb. Es macht etwas mit deinem Geld. Es macht etwas. Wir haben nicht nur ein Kind im ICF, wir kennen immer. Wir haben über 100 Kinder. Und das sind gigantische Herausforderungen im Moment. Haben. Und es ist ja so, dass wir bis vor kurzem wirklich mega coole Räume haben können. Sehr günstig. Also cool, auch sehr günstig können mieten. Und wir wussten, es ist befristet und das hört jetzt auf. Die Räume können wir nicht mehr länger haben. Wir sind bereits so weit, dass wir für die Jüngsten, für die Babygruppe keinen Raum mehr haben. Das ist definitiv prekär für uns. Und jetzt gehe ich neu auf den Sommer, gehe Zeug Jehovas auf dem Stockwerk, hinter dem Ecke, werden ganz viele tolle Räume werden leer und frei. Das ist die Chance für uns als Kirche. Es gibt nur ein Problem. Also wenn wir alles zusammenrechnen, gibt es ungefähr ein Mehrbudget von 1500 Franken. Wir haben mit unseren Finanzleuten darüber geredet und sie haben gesagt, das könnt ihr nicht machen. Kein Geld. Das ist ein Problem. Aber wir müssen eine Lösung haben. Und jetzt sind wir bei unserem Thema für ihn, für unsere Kinder, für unsere Zukunft, für die nächste Generation von unserer Kirche, brauchen wir eine Lösung. Und lass uns das jetzt zusammen gerade action-step-mässig machen.
beten wir ganz konkret für zwei Sachen. Beten wir erstens um mehr Einnahmen von 1500 Franken im Monat, dass Gott irgendwie das Geld freisetzt. Und beten wir als zweites einfach für mindestens 5 neue Leiter in diesem Bereich. Und machen wir jetzt zusammen so ganz spontan, musst nicht mitmachen, aber darfst. Knappe Minuten, wo wir einfach ganz konkret für die zwei Anliegen beten. Stecken den Kopf zusammen, beten konkret für das, wenn du merkst, das ist nicht dein Ding, kein Stress, hab einfach einen Moment Durchzug. Und die jetzt für das beten, beten wir nicht ohne aufhören, aber immerhin eine knappe Minute. Immerhin, oder? Come on, lass uns beten für die konkreten Anliegen. Ich werde das nochmal betonen, dass für ihn. Sie haben für eine konkrete Person, für einen Mensch betet. Und wir beten oft unser Gebet für uns, ist okay, oder für technische Sachen, aber beten wir doch mal konkret für Menschen. Beten wir konkret für die Innenausstattung von einem Menschen. Gott hört alles, Gott kann alles, Gott hat jedes Teil. Also da, wo dich zum Beispiel dein Ehepartner nervt, kann ja mal sein. Oder dich dein Chef nervt, was auch immer in der Kirche nervt. Statt dass dich, also Nerven darfst du, okay, mach das Nerven zu einem Gebet. Und bete darum, Gott, du siehst die Nervensage, vielleicht sagt dir Gott, du bist selber eine, ist ein langes Thema, aber hilf ihm jetzt. Macht Gott bei dieser Person etwas, Gott macht etwas bei dir, aber ich glaube, das kann unser Leben extrem verändern, unser Klima verändern als ganze Kirche. Wenn wir anfangen, so für die Innenausstattung voneinander zu beten, vor Gott einstehen und wirklich ringen. Wir sind zu mehr berufen, als nur im Facebook zu «Gefällt mir» drücken. Ist auch schon mal cool. Aber füreinander einstehen und ringen, das ist eigentlich das Kerngeschäft der Kirche. Von uns Christen, so füreinander einstehen, für ihn. Das vierte ist, soll ich wechseln? Und das vierte ist, zu Gott. Das ist das vierte. Wie bist du jetzt da und sagst du, ja, kommt nicht jedes Gebet zu Gott. Und es gibt ein ganz faszinierendes Buch, schon ein bisschen älter, das heisst «Die Macht des Gebets». Das ist von Turey. Turey war ein Mann, der im letzten, vorletzten Jahrhundert gelebt hat. Ein Mann, der unglaubliche Wunder erlebt hat durch die Kraft des Gebets. Und auf diese Frage hat er das so spitz, klar, herausfordernd formuliert. Ich werde es gerade kurz vorlesen, genau auf Leinwand. Was er zu dieser Frage gesagt hat, ist nicht alles Gebet zu Gott. Er sagt, nein, verhältnismäßig wenige Gebete, die heute von dieser Erde aufsteigen, gehen wirklich zu Gott. Manchmal denke ich, dass nicht ein Gebet von 100 wirklich zu Gott geht. Was meine ich damit? Genau das, was ich sage, dass von 100 Gebeten nicht eins wirklich zu Gott geht. Denk doch einen Augenblick nach. Ist es nicht oft so, wenn Menschen beten, dass sie weit mehr an das denken, wofür sie beten, als an den großen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der alle Macht hat, von dem sie ihr Anliegen erbitten? Ist es nicht oft so in unseren Gebeten, dass wir weder sehr mit unserem Gebetsanliegen noch mit ihm beschäftigt sind, von dem, was wir es erbitten, sondern dass unsere Gedanken überall umherwandern? Wir nehmen den Namen Gottes in den Mund, aber unser Herz naht sich ihm nicht wirklich. Wir missbrauchen den Namen Gottes, während wir uns einbilden, zu ihm zu beten. Wenn unser Gebet überhaupt irgendwelche Kraft haben soll, wenn es etwas erreichen soll, dann müssen wir zuallererst sicher sein, wenn wir beten, dass wir wirklich in die Gegenwart Gottes gekommen sind und zu ihm sprechen. Da schreibt er noch einen Absatz weiter. Wir sollten nie auch nur eine Silbe im Gebet aussprechen, bis wir uns dessen bewusst sind, dass wir vor Gott stehen und tatsächlich zu ihm beten. Und dann sagt er, lass diese beiden Worte zu Gott, zu Gott, zu Gott, zu Gott tief in dein Herz eindringen und bete von jetzt an nie mehr auch nur eine Silbe, bis du dir bewusst bist, dass du vor Gott stehst und wirklich zu ihm sprichst. Die Ziele sollen dich nicht stressen.
Sie sollen dich und mich herausfordern. Hier geht es wieder um die Ernsthaftigkeit, die wir als Christen oft einfach verloren haben. Ich glaube wirklich, da ist so eine tiefe Wahrheit, wo Gott uns noch viel mehr die Dimension von dieser Ernsthaftigkeit an uns hineinführen möchte. So, wir haben die vier Sachen gesehen. Die Gemeinde kommt zusammen. Sie beten intensiv für ihn, zu Gott. Und jetzt, was ist eigentlich das Thema? Der Petrus im Gefängnis, oder? In Todesgefahr. Was macht er jetzt? Szene, Gefängnis, Petrus im dunklen Gefängnis. Überleg mal, was würdest du machen, wenn du weißt, dass du nur noch ein paar Stunden zu leben? Ist er am Zittern, weil er in Todesangst ist? Ist er einen Abschiedsbrief am Verfassen? Seine Memoiren am Aufschreiben? Oder ist er in einem Gebetskampf drin und ringt er? Oder tut er mit den Leuten über den Glauben reden, mit den Gefängniswärtern, mit den anderen Gefangenen? Was macht er? Er schläft. Krass. Lass uns das anschauen. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Er schlaft und er schlaft nicht nur ein bisschen, sondern er schlaft tief. Es ist so spannend, die Details, die jetzt kommen und wir kurz miteinander anschauen. Er schlaft wirklich tief. Man sieht es im nächsten Vers. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Er schläft immer noch. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Also der Engel gibt ihm einen Kink. Ich denke, der Petrus sagt, lass mich doch sein. Ich denke, irgendein lästiger Gefängniswärter, lass mich jetzt schlafen, bis er merkt, es ist ein Engel. Er weckt mich. Mir gefällt die Story. Meine Killer, die Christen sind am Betten, am Flehen für ihn, oder? Und was macht er? Er schläft. Und weißt du was? Beides ist hochgeistlich. Gebetskampf, Gebetsfight und Schlafen. Und beides braucht das Reich Gottes. Ich kenne euch, die sind alle für das Schlafen, logisch. Trotzdem, beides ist wichtig. Manchmal ist Feiten dran, für die anderen ist Schlafen dran und einfach Ruhe in Gott. Das zeigt uns die übernatürliche Zuversicht, die der Petrus in seinem Herzen hatte. Er hat geruht in seinem Gott. Er kann einfach schlafen. Mega. Die Story geht weiter. Wie gesagt, der Engel nimmt ihn bei der Hand. Und dann es geht wieder weiter. Nochmal ein spannendes Detail. Was sagt der Engel zu ihm? Schnell, steh auf! Sagt er im selben Augenblick, geht die Kette hinein. Jetzt macht der Engel Stress. Finde ich auch wieder cool. Manchmal denke ich mir, ja, im Reich Gottes, wenn schon ein Engel kommt, oder, dann haben wir doch alle Zeit, oder? Gott hat schon im Griff. Easy. Der Engel macht Stress und sagt, schnell. Das gefällt mir. Gib gut sein. Jetzt musst du wirklich Gas geben. Dann geh sie aus dieser Zelle raus. Vielleicht bist du jetzt da und denkst, was ist das für eine krasse, durchgeknallte Story, das stimmt doch nicht. Einfach eine kurze Klammerbemerkung. In diesen Jahren gibt es ein ganz eindrückliches Buch, vielleicht hast du es auch gelesen, vom Heavenly Man, von einem Mann in China, der in Gefangenschaft für Jesus ist, Unglaubliches erlebt hat. Das ist ein Hühnerhutbuch hoch 3. Und er hat genau das erlebt, wie er durch den Geist, durch die Gefängnismauern in China rausgelaufen ist, bis er im Freien war. Das ist nur so eine kleine Nebenklammerbemerkung. Gott tut noch heute die gleichen Wunder. Und jetzt kommt der Moment, wo der Paulus in der frischen Luft ist, draußen ist und jetzt kommt er wieder zu sich. Und er plötzlich, ja, wo gehe ich jetzt her? Sternenklare Nacht. Und er sagt, ach, ich gehe zu der Maria ins Haus von Johannes Markus. Er macht sich auf und geht dort her und meine, er klopft dort an die Tür. Und jetzt, Bettler sind natürlich am Betten, oder? Die finden das gar nicht cool. Du später wirst immer gestört. Und die wollen ja jetzt beten. Was ist das jetzt wieder? Sie beten weiter. Und jetzt kommt unsere Rode. Eine Person steht auf, die Rode. Das ist ein Dienstmädchen, sie hat die Bibel. Und sie geht zur Tür und sie hört, das ist der Petrus. Sie ist außer sich vor Freude.
Sie rennt zurück und sagt, es ist der Petrus, es ist der Petrus, er will rein. Ja, lass ihn rein, dann können wir weiterbeten. Wer ist es? Und dann sagen sie, und das gefällt mir wieder so, red nicht so einen Schwachsinn. Ich liebe die Story, dass sie die Gebetshelden und Heldinnen, sie beten den Paulus, den Petrus zum Gefängnis raus und zur gleichen Zeit glauben sie nicht. Und Gott ist so barmherzig und tut trotzdem ein krasses Wunder. Ich liebe das. Ich finde mich drin. Du dich vielleicht auch. Aber nochmal, spannend ist, wie gesagt, eine Person steht auf, droht und sie lässt das Wunder rein. Sie macht eine Tür auf, logisch, Riesenparty, Riesenfreude, Halleluja, hoch drei, alles. Aber spannend ist, das war schon eine riesen Zusammenkunft. Das waren ganz viele wichtige, höhere, geistliche Persönlichkeiten. Aber nur eine Person wird mit Namen erwähnt. Das Dienstmädchen Nummer 2510, unsere Rode. Warum? Sie hat Zuversicht in ihrem Herzen nie verloren. Sie ist aufgestanden und sie hat das Wunder hineingelassen. Liebe Freunde, manchmal ist es so, dass wir beten und machen und wir vergessen, dass Gott das Wunder da hat. Ist unmöglich. Wir vergessen, das Wunder hineinzulassen. Sie steht für das, sie hat Zuversicht nicht verloren und hat das Wunder hineingelassen in ihr Leben und auch ins ganze Haus. Und ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir Zuversicht, die lebendige Hoffnung, nie verlieren in unserem Leben. Was ist im Moment vielleicht das in deinem Leben, wo du merkst, ich habe Zuversicht verloren? Und ich werde dir zum Schluss eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Wir haben als Ehepaar jahrelang unter unserer Kinderlosigkeit gelitten. Das war nicht nur ein paar Monate, sondern es war 13, 15 Jahre. Und das war für uns ganz schwer, wo wir eigentlich hätten ein Kind haben können. Aber komischerweise ist es einfach nicht gegangen. Es war für uns unerklärlich. Und für uns als Ehepaar mit einer Kirche, mit so vielen Kindern, war das nicht nur cool. Es war zu einer Last, zu einer Not geworden in unserem Leben. Und ich weiß es so gut, an einem Abend daheim, ich war alleine, meine Frau Sibylle war weg. Und plötzlich hat mich einfach so eine Trauer überfallen. Und ich habe wirklich angefangen schluchzen, angefangen heulen. Es hat aus allen Poren aus mir raus gerannt. Es war wirklich eine riesige Sauerei in meinem Gesicht. All die Tränen. Ich bin auf diesem Bett geheult. Das Küsschen war nass. Und ich habe sogar zu den Ohren rausgerannt. Ob das physikalisch möglich ist, weiss ich nicht. Aber ich weiss, dass ich es erlebt habe. Es ist einfach nur noch rausgerannt, aus dir raus. Und ich bin auf dem Bett, das war die Flotte nass von meinen Tränen. Und plötzlich werde ich wie eingehüllt vom Trost, von dieser Zuversicht, vom Heiligen Geist. Es war einfach eine Stimme in mir, die gesagt hat, verliere Zuversicht nicht. Es kommt gut. Es kommt gut. Und in dem Moment hat mich so der Frieden Gottes, die Zuversicht Gottes umhüllt. Ich bin wunderbar füdeliwohl eingeschlafen. Meine Frau war am nächsten Tag nicht schwanger. Es ist weitergegangen und später konnten wir zwei wunderbare, gewaltige Kinder adoptieren. Ein wunderbarer Weg für uns. Wir haben Zuversicht nie verloren, auch wenn es manchmal schwierig war. Und Pfingsten steht dafür, dass der Heilige Geist, der Tröster da ist für dein Leben. Und wo hat sich Staub, Schweres auf dein Leben gelegt? Wo du merkst, ich habe keine Zuversicht mehr, ich habe die lebendige Hoffnung verloren. Und ich wünsche dir heute Abend, am Pfingsten, eine Begegnung von dem Heiligen Geist, der in deine Not, in deinen Sand, in dein Sandgetriebe hineinkommt. Und du mit dieser übernatürlichen Zuversicht kannst durchdrungen und erfüllt werden. Ich werde für dich, für uns noch beten. Vielleicht noch einfach einen Gedanken, wie gesagt, die Gemeinde ist zusammengekommen. Sie haben betet intensiv zu Gott, also für ihn zu Gott. Und daraus raus ist eigentlich die ganze Zuversicht entstanden. Also unsere Zuversicht hat auch eine Substanz. Wir brauchen einander. Es braucht intensives Gebet manchmal. Wir wollen konkret beten. Und zu Gott beten. Und da drin kommt die Zuversicht von Gott, die uns aufläuft.
Und Jesus, wir danken dir für die Geschichte von der Rode, die Nummer 2510 Nummer. Und doch finden wir uns drin. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist, wo einfach unser Leben reinkommt. Egal wie spektakulär, wie bekannt wir sind oder auch nicht. Aber du nimmst jeden wahr. Und ich danke dir, wie du zu dieser Rode gegangen bist und wie du die Zuversicht gewesen bist in ihrem Herzen. Und Heiliger Geist, du siehst, dass jedes Herz. Und ich bitte jetzt speziell für die Männer und Frauen, die heute Abend da sind, die sich genau jetzt nach dieser lebendigen Zuversicht sehnen, nach dieser Hoffnung, die du, Heiliger Geist, gibst. Du bist der Tröster. Und ich bitte dich jetzt darum, Heiliger Geist, dass du auf Herzen fallst, in Gedanken, Muster da reinkommst und einfach kommst als der Tröster, als der, der die Zuversicht ist und es Wunder tut. In unseren Gefühlen, in unseren Gedanken, in welcher Form auch immer, auch immer. Danke, bist du so gut. Amen.